Woran warst du gerede? Tag, hier ist Mehlhorn. Guten Tag. Ich wollte mich bei Ihnen erkundigen über die 32-fache Beschleunigung bei den vorhohen Wassererhitzer. Wassererhitzer? Haben wir aber nicht. Da müssten Sie über den Kundendienst gehen. Ja, ich habe eine Etagenheizung. Nee, wir haben mit der Heizung nichts zu tun. Sie sind hier bei vorhohen. Da müsste man doch aber zumindest die unmittelbare kinetische Erhitzungsenergie ablesen können. Und das geht nämlich bei mir nicht. Wenn Sie eine Etagenheizung haben? Eigentlich immer. Zwischen 19 und 20 Uhr. Ansonsten Anrufbeantworter. Also mit Etagenheizung haben wir nichts zu tun. Ist das FCKW frei? Nein, das Kühlschränke. Wann kommt denn da der Kollege? Das weiß ich, da müssen Sie Niederschmiederberg rufen. Sie sind hier in Schwarzenberg. Ich habe überhaupt nichts dran gemacht. Der ist einfach so hochgegangen. Erst war ich ganz heiß und dann ist er abgegangen. Ja, das tut mir leid. Also ich kann Ihnen hier im Moment nicht helfen. Sie sind hier in Schwarzenberg bei einem verrohten Waschgerätewerk. Das ist noch auf Garantie. Das ist ja erst ein paar Wochen altes Ding. War so gut, ist ja jetzt noch so gut wie neu. Ein Kühlschrank. Aber wenn Sie jetzt sagen, dass es keinen Sinn macht, dann kaufe ich gleich einen neuen. Habe ich aber nicht gesagt, keinen Sinn macht. Sie drehen mir die Wörter um. Sie sind hier in Schwarzenberg. Und was kostet das Nachfolgemodell von den Verrohenerhitzer? Sie können mich ja verbinden. Wir haben nichts mit Etagenheizung zu tun. Das weiß ich. Und wenn Sie von FCKW sprechen, wissen Sie, das ist im Kühlschrank enthalten. So zwischen 300 und 400 Mark, sagen Sie, oder was? Nein, Sie verstehen mich nicht. Bei mir steht an dem Ding dran 13,4, Saft 5, das mit den Megaperls, Frontlader 744, Dickmost. Guter Mann, ich kann Ihnen nicht helfen. Sie sind hier in Schwarzenberg bei den Waschmaschinen. Na, bei mir steht Dickmost. Aber das hat nichts mit Waschmaschinen zu tun. Dickmost? Nein, auch nicht. Haben Sie das notiert wenigstens jetzt? Sie müssten nach Niederschmiedeberg über den Kundendienst rufen. Die 6050. Etagenheizung? Nein. Da verstehe ich aber nicht, warum Sie anrufen. Ich habe nicht angerufen. Sie sind hier in Schwarzenberg bei der 500. Was, so teuer ist das? Weil vorhin waren doch die Rede zwischen 300 und 400 Mark. Dann läuft hier was verkehrt. Alles klar. Bitte. Gute Frau. Ja, bitte. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ja, ich wollte schon, Sie haben mit Waschmaschinen. Das tut mir nämlich leid. Ich werde... Radio PSR. Sinnlos Telefon.